Und weiter geht's mit dem fröhlichen Spielchen. Ich bin immer noch in der Kanalisation. So langsam vergibt mir echt, wie soll ich sagen, die Lust. Dieses, was haben wir hier? Nein, ich brauche jetzt kein Bonus-Game. Ich habe zwar eins gespielt, wegen ich da auf Versehen drauf gekommen bin. Für den Gameboy, aber so. Nein! Och nö. Stirb durch mein Autofeuer, ey. Stirb durch mein Autofeuer, bitte. Warum kann ich das? Ach ja. Muss ich das Spiel jetzt verstehen? Nö. Aber ich werde es trotzdem durchspielen. Oh ja, weiter. So. Mein Testrunde bin ich genau da verkackt und habe dafür mehr als 10 Minuten oder so aufgenommen. Und jedenfalls hatte ich keinen Bock mehr gehabt und habe das Projekt dann abgebrochen, aber deshalb habe ich wieder so viel Spaß an der Motivation. Stirb halt. Verwandt kannst du. So, jetzt nur nicht runterfahren. Hab gesagt, nicht runterfahren. Schön. Endlich beim Boss. Mit 3 Leben. Und mehreren Anläufen. Oh, ist das nicht ein putziges Spielchen? Ist das nicht ein putziges Arschloch? So, ab hier benutze ich auf jeden Fall Autos. Feuer, sonst dauert der Part wieder mal zu lange. Ja, Autofeuer ist eine sehr geile Funktion. Ich benutze die Autofeuer eigentlich selten. Eigentlich selten. Aber woher nimmt er diese ganzen Fische her? Oh. War da nicht ein Hund? Ich meine, das war ein Hund gewesen. Nein! Du scheiß Vieh! Boah. Friss meinen Schnuppergas, Schnuppergas, Bösewicht. Oh Mann. Schnupper meinen, mein TG, was heißt das? TG? Ich bin doof. Soll das einfach Todesgas heißen? Ha! Nein, Nein! Du, das Mistvieh, Alter! Boah, ey, jetzt reicht's. Jetzt benutze ich Autofeuer. Jetzt benutze ich echt die Autofeuer-Funktion. Tut mir leid von heute. Es hat bei mir echt die Schmerzgrenze erreicht, wo ich einfach nur noch das Spiel durchmachen möchte. Es ist wirklich jetzt die Schmerzgrenze erreicht bei mir. So, ich mag das Spiel doch.
Ja, ich mach das später. So, wenn ich jetzt verkacke, dann krieg ich die ganze Dreckstelle nochmal von vorne machen. Nein! Ja, endlich. Oh, zwei Parts für dieses Dreckstein. Oh. Mann! Aber da kann man mal sehen, wie stark sich der in ES-Player so von der Gameboy-Version unterscheidet. Okay, bis zum nächsten Part. Ich bin raus erstmal. Tschüss.